Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Part von Road to Commander hier auf der Xbox in Advanced Warfare. Wir sind, oder ich bin heute alleine am Start, weil ich hatte ja schlechtes Internet und dann konnte ich leider nur ein Part hochladen. Darüber haben sich auch viele beschwert, aber ich sage immer tausendmal, Leute, wenn ich kein gutes Internet habe, kann ich auch nicht viel lange Videos hochladen. Das war jetzt eine Ausnahme, ich hatte über eine Woche kein Internet und es war eine Qual. Aber ich habe es irgendwie überlebt, wie man sehen kann. Und ja. Ja, heute machen wir weiter, alleine, wie gesagt. Alleine, weil einfach ich so das Gefühl habe, dass Giorgio keinen Bock hat irgendwie auf ein Road to Commander. Es ist auch nicht wirklich für jeden was, so die ganze Zeit Parts aufzunehmen. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, ich habe ja mein Black Ops 2 Road to Commander auch alleine gemacht. Was ich übrigens wiederholen werde, aber dazu sage ich noch später mehr. So, da wir jetzt mehr oder längere Parts machen können, ist es natürlich sehr schön, denn jetzt können wir längere Parts machen. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und ja, ich nehme übrigens mit meinem Livestream-Programm auf. Das heißt, wenn ich jetzt auf Spiel suchen gehe, sage ich zur selben Zeit Blub. Also Blub, Blub. Ja, ungefähr. Es stimmt ungefähr so. Nur damit ihr sehen könnt, dass es trotzdem relativ synchron ist. Wahrscheinlich nicht auf die Millisekunde, aber das kommt auf jeden Fall noch. So, ich erstelle mir jetzt mal in eine Klasse, denn ich habe jetzt Erfahrung gesammelt. Diese Waffe ohne Vordergriff ist keine gute Waffe. Übrigens, ich zocke auch auf der PlayStation 4 und da habe ich viel mehr Tarnung freigeschaltet. Nehmen wir die hier. Die Pistolen sind ziemlich schlecht hier in dem Game. Nehmen wir das hier meinetwegen. Blende Überwacher ist auch ganz in Ordnung. Hier Strahldämpfer und normalerweise braucht man auch noch Plünderer. Habe ich jetzt leider nicht. Granaten, ne? Wer, ihr nehmt die Granaten. Bitte tut mir den Gefallen und nehmt die Granaten nicht. Die sind super, super, super schlecht. Exo-Übertaktung ist eigentlich so das Einzige, was relativ gut ist. Drohne können wir das hier mitnehmen und genau, das, also wenn ihr das mitnimmt, dann kriegt ihr die Drohne auch, wenn ihr stirbt. Was ja auch ein ziemlich nice ist, wenn ihr mal schlechte Spieler habt, dann werdet ihr quasi gerettet. Was sehr, sehr schön ist. So, da können wir hier erstmal Zähigkeit noch mitnehmen, solange wir keinen Plünderer haben. Übrigens, ich bin gar kein Fan der Killstreaks, aber ich nehme sie natürlich mit, weil, wie ich meine, wieso auch nicht. Hier kann man, ja, muss man eigentlich nicht so viel mitnehmen hier. Diese Killstreak habe ich gar keine Lust. Ich nehme mal die Orbitalvorräte. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege etwas Cooles. Erlaubt das Ändern des Vorratsinhalts durch zweimaliges Drücken. Das kann man auch mitnehmen, auf jeden Fall. Wieso auch nicht? Und ja, dann würde ich sagen, ich werde die Klasse erstmal kopieren. Ich glaube, das ging so und so, ne? Ja, kopiert. Und jetzt bearbeiten wir das nochmal, weil für die AK-12 ändere ich nicht viel. Dazu nehme ich nur einen Vordergriff und einen Schalldämpfer. Nehme ich immer für die AK-12. Leider können wir hier auch keine Tarnung. Ich habe auf der Xbox keine Tarnung. Also zumindest nicht auf meinem Livestream. Auf meinem Road to Commander Profil. Leider nicht. Da heißt ja Snickers Danny. So, dann spielen wir erstmal zum Warmwerden. Eine Runde Abschuss bestätigt. Wie lange ich aufnehme, weiß ich leider nicht. Ist aber auch gar nicht so schlimm, denn es kann sein, dass manche Parts 40 Minuten lang gehen, wenn ich die Zeit nicht beachte. Ich hoffe nicht so lange. Das wäre zu lange. Ich schätze mal, eine Zeit von 20 bis 30 Minuten sollte ganz in Ordnung sein. Und ja, wir sind in der Lobby reingekommen. Ich habe das Spiel schon kennengelernt, also ich bin schon wesentlich besser geworden mittlerweile. Ich zocke jetzt ziemlich viel auf PS4, wo ich das Spiel so ein bisschen besser finde, muss ich sagen. Ich bin sowieso mehr so der PS4-Freak, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also nehmt mir bitte nicht übel, liebe Xboxler, aber PS4 ist so mehr meine Konsole. Aber ich mag die Xbox auch. Ich mag die Xbox definitiv auch, aber auf der PS4, der Controller, er ist einfach godlike. Also der Controller fühlt sich so gut an. Aber es ist eine Gewöhnungssache, also wenn ihr jetzt ein Fan der Xbox seid und die PS4 extrem hasst, dann akzeptiert es trotzdem. Vor allem, ich weiß auch, wieso die Leute sich einmal beschweren, wieso es diese Konsolenkriege gibt, meine ich. Ist euch schon mal aufgefallen, dass jeder Einzelne, der beide Konsolen hat, gar keinen Krieg anfängt, weil er ja beide Konsolen hat und dem das scheißegal ist, welche besser ist. Und die Leute, die nur eine Konsole haben, die beschweren sich immer, weil sie die andere nicht haben. Ganz einfach deswegen. So, wollen wir loslegen? Mal sehen, wie ich auf der Xbox spiele. Ich denke, ich spiele auf der Xbox ein bisschen besser als auf der PS3. Hoffe ich zumindest. Oh mein Gott, sorry. Oh mein Gott, mein Aiming ist so schlecht. Einfach, weil ich so lange nicht mehr hier drauf gespielt habe. Ach, das war ein Gegner, lol. Okay, alles wird gut. Hier nennt man Drogen. Ah, verdammt.
Oh, das ist mein erstes Spiel auf der Xbox. Verzeihung, wenn ich richtig reinscheiße. Aber es ist halt schon ein bisschen länger her. Was natürlich nicht so schön ist, weil dann kann es natürlich passieren, dass ich sehr, sehr reinscheiße. So bin ich erstmal. Erstmal die Orientierung finden. Was? Oh Gott, ich denke immer, der liegt da. Ich denke immer, diese Leichen hier sind liegende Gegner. Wie dämlich, Alter. Hallo, nimmst du Drogen? Oh mein Gott. Und ich dachte, ich werde sterben. Ich nehme mal lieber den Tag auf, damit wir wenigstens das Spiel gewinnen. Ich versuche immer so effizient sein, so wie möglich, wenn ich reinscheiße und schlecht bin. Ich denke immer, der ist tot. Ich denke immer, der liegt da. Aber nein, der liegt da nicht. Der ist einfach nur... Der chillt hinterher, ja, ja. Und jetzt, wenn ich wieder auf die PlayStation 3 gehe, dann werde ich wieder... Wow. Oh mein Gott, wie spiele ich denn gerade? Ach du Scheiße. Das ist ja gerade schon ein bisschen peinlich. Aber ich kann leider nichts dagegen tun. Weil ich jetzt wirklich gerade nicht so gut spiele. Es ist aber, das müsst ihr auch verstehen, es ist echt schwer, wieder mit einem anderen Controller zu spielen. Das ist echt nicht einfach. So, der Typ läuft hier lang. Keine Ahnung, was der vorhatte. Aber wahrscheinlich nichts Gutes. So. Ich muss langsam versuchen, ein paar Kills zu bekommen, sonst verlieren wir noch das Spiel. Und das wäre nicht so schön. So, da hinten. Na, zeigst du dich auch mal? Oder wird das nichts? Hier sollte man nicht allzu lange campen. Ich denke, ich lasse es auch. Ja, ich denke, das ist auch wirklich. Oh Mann. Also, ab dem Moment, ab dem ich negativ gehe, weiß ich, irgendwas stimmt gar nicht. Irgendwas stimmt gar nicht. Das ist. Ich habe das Gefühl, das ist so ein anderes Spiel irgendwie gerade. Die Grafik ist auch echt anders. Ich muss sagen, die Grafik auf der PlayStation ist ein bisschen besser. Aber keine Sorge, daran mache ich das Spiel natürlich nicht aus. Weil Grafik mir eigentlich relativ egal ist. So, oh, wie kann ich überhaupt das Scoreboard aufmachen? Hier auf der Xbox. Ich habe keine Ahnung, wie das Scoreboard hier aufgeht. Ernsthaft, ich mache keine Scherze, ich weiß es nicht. Wie geht das hier auf? Ach so. Oh mein Gott, ich bin negativ. What the fuck? Wollt ihr mich verarschen oder was? Oh, was? Hör auf damit, Mann. Wieso fällt das mir nur so schwer zu spielen? Oh shit, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ja, ja, gut, meine Teammates sind Drogen. Definitiv. Oh mein Gott. Ah, ja, ich merke gerade, es sieht nicht gut für mich aus. Ist mir auch leicht peinlich, weil... Ich muss sagen, das Spiel ist echt nicht schwer oder so, nur ich verkacke gerade anscheinend, weil... Ich mit dem Controller irgendwie nicht mehr zurechtkomme, das ist komisch. Oh mein Gott. Vielleicht soll ich mich endgültig für eine Konsole entscheiden. Das wäre vielleicht auch das Schlauste sogar. Weil immer zu wechseln ist auch nicht das Wahre. Dann wechsle ich wieder, bin frustriert, weil ich gewechselt habe. Ihr seht, das ist, keine Ahnung, drogenabhängig oder so. Ich weiß es selber nicht. Es fällt mir einfach richtig schwer, sie zu killen. Das ist echt komisch. So, der Typ ist dort. Vielen Dank. So, vielen Dank für den Kill. Also ihr merkt schon, ich hab, wie kann ich, ach so, genau so ging das. Die Steuerung ist ja nicht ganz unterschiedlich von der PlayStation 4, nur es fällt mir halt irgendwie schwer, gut zu spielen gerade, gut zu zielen und so. Ach du Scheiße, wie bekomme ich Kills überhaupt, Alter? Habe ich die Kills überhaupt verdient? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Gott, das ist ja schon peinlich, Alter. Abschuss bestätigt. Im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, dieses Spiel ist nicht so unbedingt so schwer. Aber es gibt halt ein paar Tricks, die können einem helfen. Oh, ich hab... Oh, shit. Aufpassen. Oh, heb die Tags auf. Heb die Tags auf. Scheiße. Wir kriegen Besuch, meine Freunde. Da ist der Erste. Campen ist immer relativ effektiv, muss ich sagen. Also, wenn ihr euch kurz irgendwo hinstellt oder so, ist okay. Finde ich. So, wo, hier müssten die rauskommen, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ne, hier spawnen unsere. Doch, die spawnen da wieder. Okay. Die spawnen... Oh, ich dachte, der wird nicht sterben, aber... Ah, verdammt. Na, wenigstens sind wir gerade am Gewinn. Das ist schon mal was Gutes. Aber der Sound ein bisschen leiser. Ist ziemlich laut gerade. Nehmen wir auch übrigens mit meinem Livestream-Programm auf. Also so sieht genau mein Livestream aus. Ich streame mittlerweile täglich. Was ziemlich nice ist, weil es sehr, sehr spaßig ist, muss ich sagen.
Und ja, ich habe mir und zwar was überlegt, und zwar werde ich hier ein Road to Commander noch in... Oh, verdammt, System-Hack. Ach, scheiße. Na, prima. Hallo? Wow, meine Güte. Ah, dieses System-Hack nervt so. Na, wann verpisst du dich endlich, scheiß System-Hack? Ist das... Nee, das ist kein Gegner. Ich dachte, der Gegner, der da liegt, ist ein Gegner. Nice. Das war sehr cool. So, vielen Dank für eure ganzen Kills. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ach du Scheiße. Jetzt zerstöre ich sie langsam. Jetzt zerstöre ich sie langsam. Oh. Ja, ich zerstöre die definitiv. Anscheinend klappt es gerade ein bisschen besser. Das liegt aber nicht daran, weil ich mich auf einmal so schnell gewöhnt habe an den Controller. Ich glaube, das war eher so ein kleiner Glücksmoment gerade. Aber gut, lass uns mal unsere Vorräte rausholen. Und mal schauen, was sich da drin befindet. So, gib mir das. Was ist da? Für einen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich heb's einfach mal auf. Aufklärungsdrohne. Ist auch noch langweiliger vielleicht, oder? Oder kann man das nicht mehr toppen, oder was? So, gib mir die AK-12. Vielen Dank. Eine schöne goldene AK-12. Na, oh, verdammt, und dann sterbe ich. So, ich aktiviere das mal. So, hört man mich? Test, Test, Test. Ja, sollte man eigentlich. Oh, das ist so eine Scheißsache. Habe ich auch auf der Playstation... Oh, ich habe sogar Hitmarker bekommen. Nice, ein Fortschritt auf jeden Fall. Und jetzt holen wir dieses Scheißding raus. Das mache ich gerade nur, um meinem Team zu unterstützen. Weil es ist echt nicht zu unterschätzen. Das ist echt eine coole Drohne. Aber, wie gesagt, ihr macht keine Kills damit. Ihr macht... Ja, was macht ihr damit? Ihr nervt damit. Einfach nur die Gegner. Was ja nicht schlecht ist oder so, nur, ne? Da gibt's auf jeden Fall Besseres. Weil nerven kann jeder. Ja, du mich auch. So, wo befinden die sich denn? Ja. Nicht so besonders, ne? Aber immerhin etwas. So, da haben wir ein paar Gegner, sehe ich gerade. Da ist noch einer. Dem starte ich mal einen Besuch ab. Ich glaube, der wird sich freuen, mich zu sehen. Ja, oder auch nicht. So, gib mir dein Tag, vielen Dank. Jetzt haben wir wieder eine Drohne, nice, vielen Dank. Ja, du slidest wirklich super toll. Danke, denn ich bin so glücklich um mich. Kannst du auch ruhig. Wir gewinnen auch übrigens gerade mit 7 Punkten, was ziemlich nice ist. Ich versuche jetzt auch übrigens öfter diese Spiele zu gewinnen. Oh, fein ist der Goliath, scheiße. Ich weiß nicht genau, wie stark er ist, aber er scheint stark zu sein. Oh, verdammt, ich glaube, der will es wissen. Ich muss öfter meine Extra-Fähigkeiten einsetzen. Ah, der lenkt mich dieser scheiß Goliath ab, Alter. Scheiß Basti, Alter. Wie kann man sich in so ein Ding reinsetzen? Muss ja richtig warm sein. Keine Ahnung, wie lange der hält. Ich glaube, bis man ihn tötet oder so. Keine Ahnung, ob der eine Lebensanzeige hat oder so. Ich hatte ihn noch nie. Vielleicht soll ich ihn mal reinnehmen. Mache ich auf jeden Fall mal im Road to Commander. Oder in einer meiner täglichen Livestreams. Eins von beiden. Ich streame übrigens nicht nur COD. Sondern ich streame wirklich alles. Aber ja, was ich jetzt endgültig sagen wollte. Und zwar werde ich ein Road to Commander nochmal in Black Ops 2 machen. Und das ganze Road to Commander werde ich live streamen. Worauf ihr euch auf jeden Fall freuen könnt. Denn den Livestream werde ich natürlich auch noch hochladen auf YouTube. Ich warte hier kurz. Habe das Gefühl, dieser Goliath verfolgt mich. Oh nice, wir haben gewonnen. Oh, mit 3 Punkten nur. Puh, nice, nice, nice. Langsam komme ich rein, aber wie gesagt, es war nicht so ein tolles Spiel. Am Anfang war ich sogar negativ, was ziemlich, ziemlich peinlich eigentlich ist. Und diese Killcam ist noch peinlicher, aber ich denke, mir sei vergeben. Immer wenn ich mit dem Livestream-Programm meine Videos aufnehme, also ich livestreame mit dem Programm nicht, ich nehme sie jetzt quasi auf, das ist die Qualität, die natürliche Livestream-Qualität auch. Genauso sieht der Livestream aus, wie ihr das hier gerade seht. Wirklich genauso. Dann denke ich immer, ich livestreame. Und im Livestream bin ich immer so ein bisschen länger leise auch mal, weil ich meine, wenn man livestreamt, ich streame so manchmal 7-8 Stunden oder sowas am Tag. Das ist aber so das meiste, so was ich so mache. Und ich muss sagen, es macht super, super viel Spaß. Es macht super, super viel Laune, vor allem eure Kommentare. Ein paar sind natürlich total behindert, aber das sind wir alle gewohnt. Und ein paar sind natürlich super, super nett und toll und würde ich gleich abschlecken. Und naja,
Gut, dann würde ich sagen... oh, wir haben Tarnung freigeschaltet. Ist ja sehr cool. Ich denke, ich... Nee, ich nehme mal den Goliath hier mit. Was können wir denn hier mitnehmen? Unterlauf-Raketenwerfer, okay. Keine Ahnung, was das sein soll. Rüste Goliath mit auflaufbarem Exoping-Gerät aus. Keine Ahnung. Ich nehme den erstmal ohne gar nichts mit, damit ich überhaupt weiß, was der überhaupt kann. Ob er nicht nur so nutzlos ist. So, ich würde gerne auf Recovery... Ah, wir spielen auf Biolab. Ist einer meiner... Einer der Maps, die ich nicht so mag, um ganz ehrlich zu sein. Nee. Ist einer der Maps, die ich nicht so leiden kann. Ja, gut. Dann hoffen wir mal, dass dieses Spiel ein bisschen besser aussehen wird. Weil wenn nicht, dann habe ich ein kleines Problemchen. Ich hoffe, ihr könnt den Sound hören. Müsstet ihr aber eigentlich. Also den Gaming-Sound auch. Wenn nicht, dann muss ich irgendwie Musik unterlegen oder keine Ahnung, irgendwie sowas tun. Ist auch ziemlich geil, muss ich sagen. Im Livestream habe ich auch immer Musik an. Im Livestream ist das Coole, es gibt keine Gamer. Es klingt komisch, aber da könnt ihr alles spielen, abspielen, was ihr wollt. So, zur kleinen Abwechslung nehme ich mal die AK-12 mit. Mit vielen verschiedenen Waffen werdet ihr mich nicht sehen, weil... Ich finde einfach, ich werde mich nicht mit anderen Waffen rumquälen, weil die einfach schlecht sind. Also, es ist nicht so, dass ich ungern andere Waffen spiele. Ich spiele sie sogar sehr gerne. Aber die sind einfach ziemlich schlecht, muss ich sagen. Deswegen, ja. So, die Videos werden natürlich übrigens auch mal länger gehen. Also, oh, das war nicht so toll. Langsam muss ich aber auch reinkommen hier in das Ganze, weil... Es kann nicht sein, dass ich hier so schwächel. Aber gut, das ist live. Oh mein Gott, wo ist er? Ja, definitiv. Ach, der ist einmal geflankt. Super hat er das gemacht. Wir sind alle stolz auf ihn. So, das war mein erster Kill. Einzigartig. Ja, oh, jetzt werde ich verfolgt. Ich glaube, der Typ ist nachgejoint. Also Leute, ihr gebt mir extrem auf den Pisser, wenn ihr mir nachjoint. Und dann die ganze Zeit schießt. Also was heißt... Ja, natürlich geht mir das auf die Nerven. Aber wie wäre es, wenn ihr mal mit mir zusammenarbeiten würdet? Das wäre doch viel effektiver, oder nicht? Das macht ja auch nicht jeder oder so, aber zum Beispiel der hier. Anstatt mit mir zusammenarbeiten, er verrät uns doch nur, wo wir gerade sind. Will er mich zum Raid-Squitten bringen oder was? Was versucht er damit? Bin ich damit betrogen? Ja, das glaube ich dir. Hoffentlich stirbst du. An den Gegnern, weil du den ganzen drum schießt. Ja, witzig. Du bist echt. Ah, und das Ding ist, wenn ich sterbe, ne? Dann gebe ich ihm die Schuld. Es ist so komisch, aber obwohl er nur zum Teil die Schuld hat. Na gut, ich werde versuchen, ihn zu ignorieren. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Wenn er seine KD kaputt machen will, soll er das tun. Ist mir eigentlich relativ Wayne. So, die müssten von da kommen. Ich warte hier kurz. Warten ist hier relativ gut. Vor allem, weil ihr tot ausseht. Wenn ihr liegt. Was richtig witzig ist. So, gib mir den Kill. Vielen Dank. Oh, aufpassen. Oh, da hinten ist jemand. Na, willst du dich auch mal zeigen heute noch? Ach du Scheiße, was ist mit meinem Aiming los? Keine Ahnung, ich bin irgendwie ausgerutscht vom Stick, was nicht so schön war. Aber ich bin mir sicher, mir sei vergeben. Mann, ich spiele gerade echt ziemlich erbärmlich, aber... Ist ja egal, ne? Ich werde auf jeden Fall noch besser. So ist es ja nicht. Oh! Wow! Ich habe nicht mal einen Hitmarker verpasst. Was auch sehr wichtig ist, schneller zielen, finde ich. Obwohl... Nee, dann bleibe ich doch lieber bei... Hallo! Ja, keine Ahnung. Das sah so aus, als würde er sich rollen oder so. Sieht auf jeden Fall super cute aus. Und jetzt ist er tot. So, mal sehen, wo die Gegner sind. Wieso arbeitest du nicht mit mir zusammen? Du bist nicht witzig, Alter. Arbeite doch einfach mit mir zusammen. Machst du einfach nur alles kaputt. Unsere ganze Beziehung. Ja, das hast du davon. Und, oh wow. So, ich jetzt muss mich entschuldigen für mein Aiming. Das ist wirklich gerade extrem peinlich, aber er will auch nicht nachladen. Also ist natürlich prima, wenn er nicht nachladen will. Oh, Hallöchen. Keine Ahnung, was du hier machst. Ich glaube, du machst Picknick. Dann such dir bitte ein anderes Game, wenn du Picknick machen willst. Und nicht hier Call of Duty. So. Der Vorteil natürlich ist, wenn ich alles auf einmal aufnehme. Oh, das ist kein Gegner. Ihr seht, ich denke immer, das wäre ein Gegner. Das ist komisch, aber ich bin drogenabhängig, glaube ich.
Oh, da hinten ist jemand. Wow, ich habe mal wieder die Drohne bekommen. Das läuft auf jeden Fall. Na, ist mir ehrlich, ich sehe keinen einzigen auf der Karte. Obwohl, jetzt sehe ich ein paar. Scheiße, habe ich keine Waffe mehr. Oh, ich brauche eine Waffe. Ah, verdammt. Gott, ich kann diese Waffe nicht leiden. Gib mir diese scheiß Vorräte. Mal sehen, was ich bekomme. Ich würde gerne Goliath bekommen. Aber wahrscheinlich erst, wenn ich ein bisschen besser bin. Ja, tauschen. Schon wieder ein Fernlückenschütz oder was? Wow, ist ja total unnötig. Ich platziere es einfach mal hier. Es macht. Ah, ne, da steht hier. Ist Automatikgeschütz. Ist ja cool. Lass ich einfach mal dort. Ich weiß nicht, der beste Ort, aber der Tod war total unnötig. So, der Typ fliegt da runter. Vielen Dank. Also, wie gesagt, wenn ich etwas sage, dass mein Internet irgendwie in letzter Zeit spackt oder so, dann ist das wirklich so. Also, dann sage ich das nicht, weil ich faul bin, Videos zu machen. Das ist auch zum Teil mein Job. Also, ich sage nicht, dass es nur, weil mein Job ist, bin ich nicht faul oder so. Aber es ist so. Wenn mein Internet weg ist, ist es weg. Und das ist natürlich scheiße für jeden. Wir alle sind extrem traurig, wissen wir. Aber damit muss man zum Teil auch leben. Der Typ ist da oben, den kann ich leider nicht töten, glaube ich. Ich verziehe mich mal lieber. Ja, genau. Ich wusste, dass da jemand kommt, aber habe es leider nicht mehr geschafft, ihn zu töten. Ich fühle mich so langsam irgendwie. Habe ich Leichtgewicht dabei? Ich weiß gar nicht. Aber der Typ ist nach oben gegangen, alles klar. Den will ich meinen Besuch abstatten. Danke, Danny, dass mich jemand besuchen kommt. Nicht mal meine Mutter kommt mich besuchen. Ja, verstehe ich. Ja, das sind die Stimmen der Gegner, meine Damen und Herren. Vielen Dank für den Tag. Wir gewinnen extrem. 62 zu 37, was ziemlich nice ist. Sehr, sehr schön, meine Freunde. Sehr, sehr schön. So, mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Hier, irgendwo sind sie. Da oben ist einer gestorben. Oder da drinne. Ich will den Tag holen. Ach, keine Ahnung. Ich bin zu weit entfernt jetzt. Ah, manchmal sterbe ich bei sowas, dann denke ich mir immer, ach du Scheiße. Ach, da war der Tag, okay. Gut gemacht, Teammates. Wir sind alle glücklich und stolz auf dich. Finde ich aber auch gut, dass wir solche coolen Teammates haben im Moment. Oh mein Gott, ich kann nicht zielen gerade. Aber es liegt, wie gesagt, am Controller. Es liegt nicht an meiner Behindertkeit. Nicht an meiner Behinderung, so nennt man das. So, wir brauchen noch ein paar Punkte. Und dann haben wir es auch geschafft. Was? Ja, den habe ich nicht gesehen aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung. Puh. 72 zu 46. Das Spiel ist auch wieder gegessen. Haben wir auch wieder gewonnen. Muss ich aber auch sagen, liegt aber auch an meinem Team. Hallo, meine Güte. Wo campen die denn alle? Was auch hier sehr interessant ist an Call of Duty Advanced Warfare, ist das Rank-System. Finde ich sehr cool. Ah, Nase juckt. Das ist ein bisschen problematisch, wenn die Nase juckt und ihr gerade am Schießen seid. Dann müsst ihr natürlich zuerst aufhören zu schießen, dann dürft ihr... Oder nee, doch, erstmal ja, Nase jucken, dann dürft ihr weiter schießen. Natürlich, alles wird gut. Was? Ich habe nur keine Ahnung, von wo die Granate kam, aber ist mir auch in dem Moment egal. Wir gewinnen. Wenigstens gewinnen wir. Mann, 18 zu 11 nur? What the fuck? Ich spiele ja ziemlich schlecht im Moment. Leider ziemlich schade, aber wie gesagt, es liegt zu 100%ig nur am Controller, definitiv. Und ich glaube gleich, ja, wir müssen gewonnen haben. Aber ich will noch ein Spiel spielen, ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Hier wird einfach nicht die Zeit angezeigt. Ich glaube, ich muss einfach die Zeit mehr beachten. Also auf meinem PC beachten. Weil ich normalerweise gewohnt bin, dass ich immer die Zeit sehe. Und ja. Ja, das Ding ist auch, wieso ich alleine aufnehme. Und zwar ist es zum Beispiel bei Joe... Oh, Snickers Time. Ach, der ist nachgeschaut wahrscheinlich, okay. Ich dachte, das wäre irgendein Stranger, der richtig cool ist, aber na gut. Das Ding bei Giorgio ist, er kann nicht so viel aufnehmen hintereinander oder hat keine Lust dazu. Ich weiß es selber nicht. Mal sehen erstmal, was wir in dieser Vorratslieferung haben. Okay, Verstärkung. Alles klar. Wir nehmen 5 Parts auf und die nächsten 5 Tage nehmen wir wieder 5 Parts aus. Und was ich mache, ich nehme den ganzen Livestream an einem Tag auf. Und dann lade ich den hoch. Ganz einfach. Also über die Tage. Und dann kommen die Parts auf jeden Fall. Und das klappt irgendwie einfach nicht. Weil es einfach... Wir sind zwei verschiedene Menschen anscheinend irgendwie.
wenn es um YouTube geht. Und nicht vom Humor, vom Humor sind wir ungefähr dieselben. Aber wenn es um die Aufnahmen geht und die Zuverlässigkeit. Ich glaube, ich bin ein bisschen zuverlässiger als er. Ja. Also wenn du das siehst, ich bin definitiv zuverlässiger als du. Aber nein, nicht, dass ihr denkt, dass wir irgendwie Streit haben oder sowas. Weil ich habe dem Jojo nur letztens eine Faust verpasst, aber sagt ihm bitte nicht. Ihm ist es ein bisschen peinlich. Ne? Okay, nein, Spaß. Er lebt in Köln, ich lebe in Hannover. Und diese Knieschoner sehen richtig schwul aus. Das passt mal gar nicht zum Outfit. Ach du Scheiße. Naja, naja, naja. So, wir spielen auf Riot. Eine meiner Lieblingsmaps, wenn nicht sogar meine Lieblingsmap. Ich kenne die Map sehr, sehr gut, sehr, sehr lange und sehr, sehr schön. Ich liebe sie quasi ganz tolle. Ja, 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 hin oder her. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen einfach mal weiter. Und ja, wenn ich mit dem Road to Commander fertig bin, erst wenn ich fertig bin. Vorher fange ich nicht mit dem Black Ops 2 Road to Commander an. Dann werden wir einen Livestream dazu machen. Und dann werde ich das in Parts hochladen. Also so halbe Stunde Parts dann, ne? Weil wir haben ja schon einen Road to Commander gemacht. Eigentlich gibt es keinen Grund, ein zweites zu machen, aber viele, viele Leute von euch wollten Black Ops 2 sehen. Und da mir eure Meinung natürlich nicht egal ist, ja, mache ich natürlich ein... Oh, sorry, sorry. Also jetzt ernsthaft, ich schwöre mit... Ich kann euch schwören. Ich hätte ihn hundertprozentig auf der PS4 getötet. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil ich länger PS4 jetzt gezockt habe. Daran liegt es wahrscheinlich. Hin oder her, auf jeden Fall, meine Freunde. Ach du Scheiße, von da oben. Von diesem Scheißhaus. Was macht mein Teammate da? Keine Ahnung. Ah, das, mit dem brauche ich mich gar nicht anzulegen. Man ist definitiv ein Nachteil, wenn man von unten kämpft. Obwohl, ja, man ist definitiv ein Nachteil, wenn man von unten kämpft. Ja. Wo man sich oben einfach viel besser verstecken kann. So, einer kommt hier rein, glaube ich. Na, der ist auf jeden Fall hier irgendwo. So. Also, wenn ich sowas zum Beispiel nicht killen würde, ne? Dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen. Nice, den habe ich geholt. Das ist sehr schön. Die campen mir hier immer sehr gerne hier oben drauf. Muss man ja auch sagen, aber... Meine Güte, Teammate. Ich dachte... Oh, mein Teammate war unter dem Dach. Ach, du Scheiße. Ich dachte, der hilft mir im Fall eines Falles. Aber nein, tut er natürlich nicht. Ist auch sehr cool, einfach zu springen immer. Und dann nachzuladen. Ist super toll, macht super Spaß. Ja, definitiv sehr erfolgreich, meine Taktiken, die ich da an den Tag lege. Super, super tolle Taktiken, die ich da an den Tag lege. Übrigens, nicht wundern wegen meiner sanften Stimme. Ich habe ein paar Heroin... Dings dann, ein Spaß. Ich habe keine Ahnung, was ich habe. Ich bin einfach... Es ist einfach spät und ich bin müde. Und es ist sonntags. Sonntag ist immer so ein scheiß Tag, finde ich. So langweilig. Oh, meine Gott. Ach, du Scheiße. Ja, ich verkacke gerade, merke ich schon wieder. Oh, Mann, 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 Mann. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann es euch auf jeden Fall sagen. Oh mein Gott, das war eine knappe Geschichte auf jeden Fall. Ah, ich glaube, die kommt von hier unten, obwohl... Ja, ich hoffe, die kommen jetzt von hier. Bitte sag mir, die kommen von hier. Müssten aber eigentlich. Bin mir aber nicht sicher. Hallo? Lebt ihr überhaupt noch? Wo seid ihr? So, nice. Aus weiter Distanz. Das geht ohne Vordergriff leider nicht. Also, ihr braucht Vordergriff. So, der Typ ist da hinten. Ja, mit dem brauche ich mich nicht anzulegen. Hat keinen Sinn. Einfach einsehen und gut ist. Mit dem kann man sich locker anlegen. Das ist kein Problem. Mein Kumpel hebt auch den Tag auf, was sehr schön ist. Wir haben die Führung verloren. Scheiße. Ja, und so müsst ihr euch das im Livestream vorstellen. Nur, dass ich ein bisschen weniger rede. Und, dass es einfach dauerhaft geht. Also unendlich lange quasi, kann man sagen. Weil es ja kein Video ist, sondern ein Livestream, ganz einfach deswegen. Ach du meine Güte, ich treffe ihn nicht. Willst du mich verarschen? Ich glaube, der will mich verarschen. Mein Gott, der kommt von hinten, alles klar. Wie viele Leute sind wir hier überhaupt? Genug eigentlich. Mann, wieso bin ich so schlecht? Wieso mache ich so wenig Kills? Ich glaube, ich treffe einfach zu wenige gerade in letzter Zeit so. Oder ich bin ein bisschen müde. Wahrscheinlich daran liegt's. Sonntag ist immer so ein scheiß Tag. Ich mag so Tage gar nicht.
Ich hasse Sonntage, um ehrlich zu sein. Nice Headshot. Hört man immer an diesem schönen Knacker-Sound. Wenn ich meine Freundin knacke, hört sich das, ich meine, wenn ich, keine Ahnung, also Finger knacke, hört sich das genauso an. So, vielen Dank für den Kill, meine Freunde. Ich weiß sie sehr zu schätzen. Oh mein Gott. Ich habe nicht mal die Power, um Doppel A zu drücken. Mein Gott, bin ich schlecht. So, du musst sterben. Drohne aktivieren, bitte. Vielen Dank. Oh mein Gott, Mann. Scheiß Teammates. Versperrt mir den. Die. Was ist das? Ist das ein Loser da hinten? Motherfucker, Alter. Er geht mir schon wieder auf die Nerven. Werde ich schon wieder leicht aggressiv, aber. Aber ja. Aber ich dachte, das wäre. Ah, ich kann keine Gegner, die liegen und Gegner, die schlafen, unterscheiden oder campen. So, das war ein cooler Kill. Hätte er bestimmt nicht erwartet, von da gekillt zu werden. Ist aber nicht meine Schuld, wenn man so dumm ist und so dreist sich dahin stellt. So, auf dem Dach. Das ist auch ein sehr bekannter. Oh nein! Oh, ich bin tot, ich wusste es. Da konnte ich zum Beispiel nichts machen, da habe ich ihn leider nicht gesehen. Da oben ist immer jemand. Das pisst mich sowieso an, dieses Spawn hier. Ich kann ihn einfach nicht leiden. Da hinten ist jemand. Ah, ich lege mich mal lieber hin. Oh, nice. Habe das Gefühl, ich werde gleich sterben. Oh, jetzt spawnen die von hinten, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ah, ich kann. Von links, okay. Schnell weg hier. Schnell weg hier, meine Freunde. Ich hebe lieber die Tags auf. Abschuss bestätigt. Da oben ist noch einer. Den würde ich auch gerne aufheben. Mache ich jetzt einfach mal. Oh, links, rechts von mir. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Hat er mich gekillt. Na gut, ich habe wenigstens irgendwas getan in diesem Leben, was schon mal gut war. Damit wir wenigstens die Spiele gewinnen. Oh, man könnte ihn sogar so killen, lol. Okay. So, nachladen. Die Grafik ist übrigens auf der Xbox ein bisschen schlechter als auf der PS4, habe ich aber schon erwähnt. Aber es ist egal. Da das. Bitte macht daran nicht aus, was für eine Konsole ihr euch holt, weil. Das ist Schwachsinn. Die Grafik ist wirklich das unrelevanteste ever. Weil dieses kleine bisschen, was die PS4 mehr an den Tag legt, ist mir egal eigentlich. Also kommt mir nicht mit, ja, die Grafik auf der PS4 ist besser, deswegen auf der PS4. Genau so redet ihr. Nein, kleiner Spaß, Mann. Ihr redet so. Die Grafik auf der PS4 ist besser, deswegen. Ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, welche Variante bevorzugt ihr? Also wie redet ihr? Ja, die PS4, also Variante 1. Ja, die PS4 hat eine bessere Grafik, deswegen, nee. Bevorzuge ich lieber die PS4. Aber die Xbox ist natürlich auch eine grandiose Konsole. Variante 2. Grafik ist mir egal, aber PS4-Menschen sind einfach bessere Menschen. Oder Variante 3. Ich bin dumm. Keine Ahnung. Ich weiß selber nicht, was ich da rede. Bin tot. Spaß, ich lebe natürlich noch. Hallo, Trud. Hallo, mein Name ist Danny. Glücklich hin oder her. Der Typ ist unsichtbar. Keine Ahnung, was er sich dabei denkt. Was denkst du dir dabei, unsichtbar zu sein, du Dulli, Alter? Ja, verpiss dich lieber. Genauso wie du, kleiner Wichser. Motherfucker, Motherfucker, Motherfucker. Vielen Dank für eure ganzen Kills. Ich werde immer mitten im Spiel so warm, muss ich sagen. Was sehr schön ist. Übrigens, ich habe eine 10 Mbit Upload-Karte, also 10 Mbit und davon kommt alles an. Ich will ja nicht angeben, ne, aber wenn mein Kumpel so eine Upload-Karte hätte und ich nicht, wäre ich schon eifersüchtig. Habe ich ihm auch gesagt zum Kumpel so. Also ich wäre schon eifersüchtig, wenn ich du wäre und nicht ich in dem Moment. Weil so gutes Internet zu haben ist schon cool, muss man sagen. Was habe ich im Moment für einen Score? 27-13 ist ganz in Ordnung. Rang 22, sehr schön. Ansonsten wird das Road to Commander definitiv zu lange dauern. Ja, definitiv. Außerdem. Ist es auch besser, wenn ich ein Video erstmal mache, anstatt drei Stück. So, Drohne, vielen Dank. Gott, was machen die da? Wieso campen die da so? Ich verstehe das gerade gar nicht.
So, der Typ kommt hier lang, hundertprozentig. Kann ich mit euch wetten. Und was wollen wir... Okay, die kommen von rechts. Oder von links. Ich weiß es selber nicht gerade. Oh mein Gott. Oh, ich wusste es. Hab ihn auf der Karte gesehen, aber ich habe mich dann falsch umgedreht, leider. Was ich noch sagen wollte. Und zwar streame ich natürlich verschiedene Spiele. Also nicht nur Call of Duty Advanced Warfare. Wie gesagt, Black Ops 2 kommt jetzt auch demnächst wieder. The Binding of Isaac, einer meiner Lieblingsspiele. Gebt dem Spiel bitte eine Chance, also hört auf mal zu sagen, die Spiele sind scheiße. Binding of Isaac, wenn ihr das versteht, kann ich mit euch wetten. Das hat mehr Zuschauer als COD. Nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall geil. Ich bin so schwach, ich glaube, er wird mich töten. Oder auch nicht, weil er zu schlecht ist. So, ich heb mal lieber die Tags auf. Ah, verdammt, da konnte ich nichts machen. Da hatte ich einen extremen Nachteil. Hier habe ich keinen Nachteil mehr. So, vielen Dank. Das war mein Tag, den habe ich wieder aufgehoben. Meinen eigenen Tag. Danke, denn ich bin so glücklich, wieder bei dir zu sein. Ja, ist schön. Schön für dich. Scheiß Tag, Mann. Scheiß Tag, Mann. So, gut, das war's auch für das Aufnehmen heute. Vielen Dank fürs zu Ende schauen. Es war ein langer Part, muss ich sagen. Es war ein sehr langer Part. Aber es hat sich wirklich gelohnt, denn... das mache ich jetzt immer so. Also, ich versuche täglich viele längere Parts hochzuladen. Nicht viele, aber ein längeren Part einfach. Und, ja, genau. Viele Livestreams kommen, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Auf Facebook und auf YouTube wird es immer veröffentlicht. Also, checkt meine Facebook-Seite aus. Link in der Beschreibung zu allen anderen Parts des Road to Commanders. Und ich werde erstmal die Lobby verlassen. Vielen Dank fürs Anschauen und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss! Bewerten nicht vergessen, Daumen nach oben, ganz wichtig. Und bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1, tschau! So, jetzt muss ich das manuell beenden.